Fahr weg. Assalamu alaikum und hallo Andres. Heute bin ich wie immer in Wien unterwegs und ich mache heute eine Umfrage. Wer geht eher, fremde Männer oder die Frauen? Ich hoffe, euch gefällt das Video nicht. Falls ihr mehr solche Videos wollt, dann tut einfach gar nichts. Schaut das Video nicht bis zum Ende an und komm mit, Bruder. Lass uns Wien auseinandernehmen. Geht's? Alhamdulillah. Wie heißt du, Bruder? Kemal. Wo kommst du? Ich bin aus Afghanistan. Aus Afghanistan, mashallah, Bruder. Bruder, die Frage ist, wer geht öfters fremd? Also die Männer oder die Frauen? Also ich kann sagen, eher die Männer. Eher die Männer, warum? Weil die einfach Fuckboys sind, fast alle. Also die Männer, gell? Die Männer, Bruder. Aber ich bin loyal, Bruder. Du bist loyal? Sicher? Alhamdulillah. Hast du eine Freundin, gell? Ja, Bruder, normal. Man muss haben. Mashallah. Danke, Bruder. Und wann willst du heiraten? Inshallah, nach, wenn ich eine Arbeit habe und Wohnung und so weiter. Ah, also wenn ich halt 23, 24 Jahre. Ah, wie alt bist du jetzt? 18. 18, na, hast du noch Zeit? Ja, Bruder. Hast du noch Zeit. Und wie lange seid ihr zusammen? So, ja, 2020. 2020? Ja. Viel Erfolg mit dir, gell? Und viel Spaß. Haben wir, danke. Kommt, ihr beide. Ja. Beide, kommt. Bruder, er kann nicht ein paar Moves machen für Video. Wie? Moves? Ja, mach, ja. Komm, zeig. Mach. Kannst du noch? Ich kenne Effi. Mach bitte. Bruder, bei Hochzeit, ich nehme dich mit, okay? Das Auto-Hupe ist ganz schlecht. Ist ganz schlecht, ich genau, weiß. Bei Hochzeit oder so nehme ich dich mit was, und erste Sache, okay? Wie du willst, Bruder, ich kann alles machen, wenn du willst und so. Gibt's noch letztes Mal? Ha? Noch ein letztes Mal was anderes? Das ist ja. Mach ein neues. Amir, wenn du heiratest, ich nehme ihn mit, okay? Und dann haben wir den geilsten Hupe bei der Hochzeit. Okay. Passt, Bruder. Viel Spaß, Bruder. Danke dir, gell? Danke, du auch. Bruder, wie gesagt, die Frauen haben es. Die Frauen? Allah. Hast du was erlebt oder ist dir ja, schon mal Bruder. Das passiert? Ja, ja. Wirklich? Ja, vor kurzem noch. Vor kurzem? Ja, Bruder. Was sagst du zu sowas so allgemein? Bruder, ja, ist ehrenlos, Wallah. Und hast du Schluss gemacht, nachdem sie... Ja, Bruder. Bruder, was soll ja, man noch machen? Ja. Würdest du ihr eine zweite Chance geben? Bruder. Nein. Hat sie gar keine Chance mehr? Nein, gar keine. Sicher? Zu viele Fehler, Wallah. Zu viele, ja, das ist schwer. Ja, Risse bleiben immer da. Ja, ja. Danke dir dann, Bruder, gell? Vielen Dank. Geht schon. Salam alaikum, Bruder. Wa alaikum assalam. Die Männer oder die Frauen? Bruder, Frauen. Frauen? Hast du auch was erlebt? Na, Bruder. Noch nicht? Na. Alhamdulillah, Bruder. Hast du eine Freundin? Bruder, ich bin noch Single. Mädels, ich bin noch Single. Spaß, Bruder. Wie heißt du? Spaß? Nein, das war Spaß, Bruder. Ich bin noch Single. Ich glaube schon, dass die Mädels eher fremd gehen. Warum? Bruder, zu viele Kach passieren. Also selber hast du das nicht erlebt? Nein. Eine Frage, bist du schon mal fremd gegangen? Nein. Ehrlich jetzt? Wallah, nein. Stell dir vor, die Kamera läuft nicht. Wallah, wie lange? Bruder, ich hab... Ohne Spaß. Meine letzte Freundin war vor 4 oder 5 Jahren. Wie lange warst du mit ihr zusammen? 1,5 Jahren. 1,5 Jahren. Und das heißt, seitdem hast du sie nicht so nein, vergessen seitdem, können. Ich habe keine Freundin. Warum? Verliebst du dich nicht mehr in eine andere? Oder Bruder, ist die Liebe noch immer da geblieben? Ich warte, bis die richtige kommt. Bist du richtig? Also wartest du, bis sie selber kommt, oder wie? Nein. Lass mich gehen. Du findest schon, glaub mir. Wenn man auf der Suche ist, findet man die. Immer spontan, weißt du. Wer heißt du? Moritz, ich bin Moritz. Moritz, bist du aus Wien? Ich bin aus Wien, ja. Aus Wien. Moritz, die Frage ist, wer geht eher fremde Männer oder die Frauen? Ich glaube, man kann es per se nicht so beantworten. Also ich weiß nicht, du willst jetzt wahrscheinlich eine ganz klare Links- oder Rechtsantwort wahrscheinlich genau. haben. Grundsätzlich ist es absolut furchtbar und scheiße, fremd zu gehen, also ja. extrem respektlos, also komplett deppert. Was zeigt dein Gefühl so eher? Mein Gefühl würde jetzt eher sagen, Männer wahrscheinlich, weil das einfach ist, Männer bauen eher scheiße als Frauen. Ja. Aber natürlich von beiden Seiten scheiße, kann von beiden Seiten passieren. Sagen wir also. Mal, hast du eine Freundin? Gerade nicht. Sagen wir mal, du hast eine. Ja. Und sie betrügt dich, würdest du ihr eine zweite Chance geben oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil die Grundlage von jeder Beziehung ist doch Vertrauen. Genau. Und sobald das Vertrauen ist einfach das Wichtigste. Genau. Und wenn das einmal gebrochen ist, ist es schwer wieder aufzubauen. Ja. Und es gibt gebrochen bleibt immer gebrochen. Ja. Es gibt auch aus meiner Erfahrung nichts Schöneres als ein hundertprozentiges Commitment. Genau. Also für einen selber auch. Ich finde das urschön, hundertprozentig ein Commitment zu geben. Stimmt, ja. Das ist wirklich schön. Ja. Danke dir. Ich habe gehört, du hast auch einen YouTube-Kanal, gell? Ja, genau. Ich bin Tierrechtsaktivist.
Tierrechtsaktivist. Genau, also ich bitte die Leute, vegan zu leben, weil wir einfach keine Tiere unnötig für uns schlachten lassen sollten. Also auch sehr friedlich, genauso wie wir uns in einer Partnerschaft untereinander respektieren sollten oder jeden, sollten wir doch auch andere Tiere respektieren und keinen irgendwie morden. Also nichts von Tieren kaufen einfach. Darf ich da einen Film mitgeben, den Zuschauern, den sie sich anschauen sollen, wo man sieht, was mit Tieren passiert? Also der Film auf der Seite an3x.org, da seht ihr den Film Dominion. Der heißt Dominion, der Film. Und das ist von Aktivisten gemacht und da sieht man die Standards aus der westlichen Welt, was für Milch und Eier und Fleisch und Leder und so weiter passiert. Also die Tierquälerei, oder? Genau, ist alles furchtbar und wir können ja gesunde Veganer auch sein. Deswegen, also ich bin generell ein Mann des Friedens sozusagen. Und seit wann bist du vegan, wenn ich fragen darf? Aber wie alt bist du? Ich bin 18 fast. 18? Ja. Schaust ein bisschen älter aus. Ja, die Mütze macht das. Seit wann bist du vegan? Seit zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre. Ja, Gott sei Dank. Und ich bin auch selber Athlet, also ich baue auch Muskeln auf. Also für alle, die zuschauen, wahrscheinlich schauen eher Männer zu, männliches Publikum. Wahrscheinlich bei dem Content, denke ich mir. Hey, ihr könnt Muskeln aufbauen, ihr könnt Athlet sein. Und es ist absolut nicht männlich, Tiere zu missbrauchen. Also die Stärkeren beschützen doch normal die Schwächeren. Ja? Deswegen einfach bitte vegan leben und Tiere verteidigen. Danke für das Gespräch. Wie heißt du, Mann? Danke, Guno. Guno, ja. Und wie eine Freundin, die du vor fünf Jahren sagtest, gell, hattest. Kann man da nichts mehr anfangen? Besser nicht. Besser nicht? Besser nicht. Ist das nicht wegen ihr, dass du fünf Jahre lang keine Freundin mehr hast? Na, Bruder, nicht wegen ihr, keine Ahnung. Sicher? Ich war nicht unter Suche nach Mädels, weißt du. Aber Kontakt oder so? Kontakt mit Paar schon. Paar schon. Ja, wenigstens was. Inshallah, Bruder. Viel Spaß, Bruder. Danke dir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Danke. Du weißt ja, wie Kanal. Viel Spaß. Assalamualaikum. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann verpisst euch.